Hallo, mein Name ist Verena Lenes. In diesem Video erhalten Sie einen Einblick in die gesetzliche Lage der Barrierefreiheit. Wir stellen mehrere Gesetze vor, die die digitale Barrierefreiheit regeln, beginnend mit dem ältesten. Anfangs sind die Gesetze zur Barrierefreiheit allgemeiner gefasst und betreffen auch bauliche oder arbeitsrechtliche Barrierefreiheit und generellen Diskriminierungsschutz für Menschen mit Behinderung. Die Standards, an die man sich halten muss, und die Durchsetzungsverfahren sind nicht exakt ausdefiniert. Es gibt oft keine wirklichen Sanktionen. Das Thema digitale Barrierefreiheit wurde erstmals 2004 vom Gesetzgeber aufgegriffen. Das E-Government-Gesetz legt die Einhaltung von international gültigen Standards der Barrierefreiheit für Behördenwebsites fest. 2005 wurde die Anerkennung der österreichischen Gebärdensprache als eigenständige Sprache in die Verfassung aufgenommen. Damit wurde die Grundlage geschaffen, weitere Rechte von gehörlosen Menschen gesetzlich zu verankern, wie zum Beispiel das Recht auf Unterricht in Gebärdensprache. Das wurde bis 2023 aber noch nicht umgesetzt. Im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, BGSTG, von 2006 steht eine relativ konkrete Definition von Barrierefreiheit, unter anderem auch für Systeme der Informationsverarbeitung. Barrierefrei sind solche Systeme demnach, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Das BGSTG gilt auch für E-Commerce-Websites, für Banken, den ORF und öffentlich geförderte Webprojekte. Wenn man sich als individuelle Person diskriminiert fühlt, kann man ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren beantragen und in letzter Instanz auf finanziellen Schadenersatz klagen. Auch Verbandsklagen sind inzwischen möglich. An der Stelle soll auch die UN-Behindertenrechtskonvention, abgekürzt UNBRK, erwähnt werden. Sie ist ein internationaler Vertrag, in dem sich die Unterzeichnerstaaten verpflichten, die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Sie wurde von Österreich im Jahr 2008 ratifiziert. Mittlerweile ist das Recht auf digitale Barrierefreiheit EU-weit einheitlich geregelt. Es gibt dazu zwei wichtige EU-Direktiven, die auch Richtlinien genannt werden. Diese EU-Richtlinien müssen von den Mitgliedstaaten in nationale Gesetzgebung überführt werden. Die EU-Richtlinie Web Accessibility Directive, abgekürzt WAD, wurde 2016 erlassen und gilt für die öffentliche Hand. In Österreich sind das beispielsweise der Bund, die Länder und die Gemeinden. Das österreichische Bundesgesetz dazu ist das Webzugänglichkeitsgesetz, abgekürzt WZG. Es löst das E-Government-Gesetz ab und gilt seit 2018 für Websites, Webanwendungen, Apps und Dokumente. Es betrifft den Bund und Institutionen in Bundeszuständigkeit, wie zum Beispiel die Sozialversicherung, das öffentliche Gesundheitswesen und auch Universitäten. Weil Österreich ein föderalistisches System hat, gibt es in den Bundesländern eigene Landesgesetze, die das Gleiche auf Länder- und Gemeindeebene umsetzen. Im nächsten Video wird genauer auf das WZG eingegangen. Eine weitere EU-Direktive ist der European Accessibility Act, abgekürzt EAA, in Kraft getreten 2019. Der EAA betrifft den Unternehmenssektor. Er betrifft Informations- und Kommunikationstechnologien, die für alle KonsumentInnen wichtig sind. Er gilt für Produkte wie Laptops, Smartphones und Selbstbedienungsterminals. Weiter sind digitale Dienstleistungen enthalten, besonders im Bank- und Transportwesen. Im E-Commerce und E-Books sind ebenfalls betroffen. Das österreichische Gesetz, das den EAA umsetzt, ist das Barrierefreiheitsgesetz, abgekürzt BAFG. Es ist 2023 beschlossen worden. Auch dazu gibt es ein eigenes Video, das genauer beschreibt, wen das BAFG betrifft und was es für Fristen und Durchsetzungsverfahren gibt.